Ja, geschafft. Oh, gerade noch rechtzeitig eingeschaltet. Ich habe gerade das Würfelrätsel gelöst. Ich gebe zu, ich habe hunderte, nein, ein paar Versuche habe ich gebraucht. Man musste tatsächlich alle diese weißen Blips am Ende der Würfel zerstören, auch die auf dem Boden. Und irgendwann war dann die Sache gegessen. Puh, so, jetzt haben wir, was haben wir gekriegt? Ein Konfluxprisma. Aha, okay. Ein Konfluxprisma. Das ist wieder irgendein Herstellungsmaterial. Was haben wir gesagt? Wir gehen hier rein, ne? In den Arkanschlag. Weil ich ja hauptsächlich Nahkampf machen will, wenn ich nicht gerade hier so ein Rätsel löse. So. Das hier ist das Labyrinth. Ach, und jetzt ist hier die Tür offen. Alles klar. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Warte mal, ich muss erstmal wieder die Waffe wechseln, weil das ist ja nicht meine... Alles klar, zumindest ist das vorbei. Was erzählt er? So, gib mir mal die Bumse. Habe ich eigentlich Erfahrungspunkte dafür gekriegt? Nee, eigentlich nicht. Komisch. So. Sieht mir verdächtig aus. Wir gehen da erstmal hier rum. Und stellen fest, dass es da runter geht. Warte mal, wo geht's hier überall lang? Konfluxprisma. Da kann ich doch wieder was für herstellen, oder? Checkpoint. Sehr gut. Sieht mal ein großer Checkpoint. Wo bin ich denn überhaupt? Darf ich mal bitte gucken? Nur mal gucken, wie das heißt. Das heißt... Ja, das heißt Labyrinth. Okay. Konfluxprisma. Ah, was das wohl ist. Was wohl ist. Was habe ich jetzt gemacht? Jawohl! Nein! Uncool! Clementine. Was machst du hier? Was machst du hier? Du hast mich gerettet. Und jetzt rette ich eben dich. Wow, ich... Das hättest du nicht tun müssen. Naja, du wurdest schreiend in einen riesigen Kristall reingezogen, also... schon irgendwie. Ja. Stimmt wohl. Das hätte ich auch getan. Aber wie hast du mich gefunden? Ehrlich gesagt, nicht sicher. Aber ich glaube, es hat etwas hiermit zu tun. Dieser Mensch hat sein Leben riskiert, um mich zu finden. Du kannst ihm vertrauen. Anomalie. Was? Was bist du? Der Hüter. Der Hüter von... was? Dem Reich, in dem du nun verweilst. Aller Reiche. Sie unterliegen meinem Schutz. Was labert der denn da? Dies ist das Labyrinth. Ein Ort zwischen den Welten. Eine Verbindung der Welten. Der Hüter beschützt sie alle vor der Saat. Wir haben die Erde von ihr befreit. Aber die anderen... Die Zeit ist knapp. Ein Systemausfall droht. Dieses Segment. Wo hast du es gefunden? Ich hab was getötet und das kam da irgendwie raus. Interessant. Eine Absicherung. Ist das übel? Das klingt übel. Nein, es ist gut. Der Index kann repariert werden.
drei Ausgänge entstehen, wo einst nur einer war. Wir könnten es schaffen. Wir könnten die Saat vernichten. Weitere Segmente sind erforderlich. Die Anomalie wird sie beschaffen. Warte. Was ist mit ihr? Die Strömung muss gedämmt werden. Die Versorgerin muss bleiben. Die Versorgerin? Meinst du Clementine? Ja. Clementine. Die Fäulnis reißt an den Nähten dieses Reiches. Doch die Zugänge bleiben. Zugänge zu anderen Reichen. Dieser Schlüssel gewährt den Durchlass. Finde die Segmente und bring sie. Okay, Schlüssel des Biomportals. Also, was haben wir gelernt? Ich bin mir nicht ganz sicher, was wir gelernt haben. Das hier ist das Labyrinth. Wie vermutet, ist es so eine Art Verbindung zwischen den Reichen, also zwischen der Erde und anderen, ich nenne es mal Dimensionen. Clementine ist die Versorgerin, ich bin die Anomalie. Dieses Ding scheint so eine Art KI zu sein. Auf jeden Fall bedroht die Saat nicht nur die Erde, auf der Erde ist ja ausgelöscht, sondern auch die anderen Reiche. Und sie bedroht sogar dieses Labyrinth hier. Und wir müssen quasi noch zwei weitere von diesen Indexschlüsseln, oder wie er das Ding genannt hat, besorgen, damit er, keine Ahnung, irgendwas Wichtiges machen kann. Alles klar soweit? Alles klar soweit. Hey, Fremdling. Ich hoffe, es hat dir nicht so viel abverlangt, mich zu finden. Ja, das war alles ganz einfach. Trotzdem möchte ich mich entschuldigen. Es hätte nicht nötig sein sollen, dass du mir folgst. Ich hätte es dir gesagt, wenn ich gekonnt hätte. Sag mal, wie läuft es in der Station? Geht es Bo gut? Ja, das klingt nach Bo. Wenn du ihn das nächste Mal siehst, sag ihm, dass es mir gut geht. Mehr als gut sogar. Ich habe meinen Frieden gefunden. Nicht, dass er das glauben würde. Okay, es gefällt dir also. Hast du Gründer Ford? Wo ist der eigentlich genau? Nein. Ich habe aber auch nicht nach ihm gesucht. Der alte Mann hat seine eigene Reise. Genau wie ich. Wahrscheinlich nichts, das Sinn ergeben würde. Das Labyrinth ist nicht das, wonach es aussieht, aber irgendwie ist es das doch? Oh, ich fange nochmal von vorn an. Das meiste an diesem Ort ist wie Gedanken und Energie. Da ist viel mehr, als man mit den Sinnen erfassen kann. Das weiß ich nur durch meine Bindung mit dem Hüter. Das Labyrinth. Ich spüre es meistens wie ein Herzschlag. Oder das Sonnenlicht. Und genau wie diese Dinge ist es mit allem verbunden. Naja, du hast vollkommen recht. Es gibt überhaupt keinen Sinn. Ja, entschuldige. Ich verstehe es selbst auch überhaupt nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob ich es könnte. Da solltest du den Hüter fragen. Die Antworten ergeben möglicherweise nicht viel mehr Sinn als meine. Ja, für lange Zeit fühlte ich mich verloren. Besonders auf der Erde. Ich hatte das Gefühl, dass ich das Leben von jemand anderem lebe. Ich habe mich dem Träumerprogramm angeschlossen, das versprach, etwas zu bewirken. Es war die Chance, etwas Bedeutungsvolles zu tun. Ich dachte, ich wäre auf Reisum fündig geworden. Aber das hielt nicht lange an. Es war nicht echt, aber diese Kräfte, was mit mir passiert ist. Alles hat mich hierher geführt. Es ist meine Bestimmung, hier zu sein. Ich werde hier gebraucht. Weil du die Versorgerin bist. Okay, wirst du je zur Station zurückkehren? Nein. Ich meine, vielleicht? Ich weiß es nicht. Es ist kompliziert. Es gab eine Zeit, als ich dachte, dass die Station niemals mehr mein Zuhause sein könnte. Und sie ist es auch immer noch nicht. Aber das muss nicht heißen, dass sie das nie wieder sein wird. Aber jetzt bin ich nun mal hier. Das ist alles, was ich weiß. Okay. Pass auf dich auf, ja? Und hey, solltest du zur Station zurückkehren, dann sag Bo, sag allen, dass es mir gut geht. Sie müssen sich keine Sorgen um mich machen. Na, wenigstens haben wir Clementine wiedergefunden. Das ist ja schon mal etwas. Ich kann mit dem Ding reden? Kuckuck. Die Fäulnis breitet sich aus. Und dennoch hat die Anomalie Fragen. Du bist ein riesiges Glubschauge. Ich bin der Hüter. Ich war der Erste, der entstand. Ich werde der Letzte sein, der fällt.
Okay, das sagt mir gar nichts. Was ist das für ein Ort hier? Der Thron aller Welten. Zuerst der Kern, dann das Labyrinth, dann alle Welten, die sind, waren oder sein werden. Der Kern wurde von der Fäulnis gesäubert, doch die Fäulnis blieb bestehen. Alles muss ausgelöscht werden. Das Labyrinth muss standhalten. Es muss als letztes fallen. Hat so ein bisschen was von Stephen King, der dunkle Turm, ne? Nur, dass es nicht der dunkle Turm, sondern das Labyrinth ist, was alles zusammenhält. Bei Stephen King ist es der dunkle Turm, der alles zusammenhält, hier das Labyrinth. Das Labyrinth ist die Verbindung aller Dinge. Es ist der Thron aller Welten, der im Kern aufgebaut wurde und alle Welten stützt. Ja, hat wirklich so ein bisschen was von King. Wenig, was nicht gesagt wurde. Ihre Herkunft ist unklar. Ihre Existenz unerwartet und doch ideal. Eine Absicherung im Falle eines völligen Zusammenbruchs. Die Segmente reparieren den Index. Der Index eliminiert die Fäulnis. Neue Ergebnisse entstehen. Die Beteiligung der Anomalie hat die Wahrscheinlichkeiten verändert. Ändere sie weiter. Wende die verbleibenden Segmente. Okay, das sagt uns nicht viel, außer dass man mit den Segmenten, eins haben wir ja schon, die Fäulnis zerstören kann. Warum hast du Clementine entführt? Entführt? Eine Fehlbezeichnung. Die Versorgerin war erforderlich. Die Versorgerin wurde erworben. Die Versorgerin stimmt zu und bleibt. Clementine trägt die Natur sowohl des Kerns als auch des Wächters. Die Versorgerin versteht, was erforderlich ist. Sie versteht den Hüter. Ich kann die Stabilität nicht mehr alleine aufrechterhalten. Die Versorgerin ist eine notwendige Ressource. Notwendig, aber unzureichend. Die Segmente sind erforderlich. Okay. Wie finde ich die anderen Segmente? Na, ich nehme an, in den anderen Welten. Das von Lossom haben wir ja schon gefunden. Das hatte die Nachtweberin. Naja, und die anderen werden woanders sein. Das erste wurde aus einem Wesen mit großer Macht extrahiert. Die Logik diktiert, dass die anderen innerhalb derselben verborgen sind. Durchsuche die Welten. Suche nach anderen mächtigen Wesen. Extrahiere die darin enthaltenen Segmente. Unbekannt. Die Überschneidung von Welten mit überlebenden Wesen mit ausreichender Macht. Und Welten, die Fäulnis noch nicht unpassierbar gemacht hat. Die Überschneidung ist klein. Beginne mit einer. Suche daraufhin eine weitere. Zögern ist irrational. Entweder löscht die Anomalie ein Leben aus, oder die Saat löscht alles aus. Andere Ergebnisse gibt es nicht. Kurzfristige Ergebnisse sind ebenfalls simpel, denn die farblichen Wesen löschen auch Leben aus. Eine Löschung ist unvermeidlich. Entropie absichtlich. Dieser versucht, den Kreislauf aufrecht zu erhalten. Das ist natürlich interessant, ne? Wer hat diese Absicherung, diese Segmente erschaffen? Der Schöpfer. Wer ist der Schöpfer? Der Schöpfer. Verdammt. Der Schöpfer ist der Schöpfer. Das Wesen Clementine war der Schlüssel zur Stabilisierung des Systems, um die Welt zu bewahren. Okay, Clementine stabilisiert das System, die Segmente zerstören die Saat. Du bist der Hüter, alles klar. Ich habe die größtmögliche Hilfe geleistet, die ich konnte. Alle Bemühungen werden scheitern, wenn ich noch mehr tue. Du bist jetzt die Ressource. Finde die Segmente und kehre. Okay, mach ich, alter Klubscher. Segmente finden, damit die Saat auslöschen. Mein Freund, wie geht's hier weg? Ich wollte nur mal fragen, wie geht es hier weg? Da geht es nicht weg. Ich bin verwirrt. Wo geht es hier weg? Nehmen wir den Weg. Faszinierend, muss man sagen. Eine schöne, krude, abgedrehte Story. Gefällt mir.
So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir sind da runtergegangen. Ich guck mal da noch, ob da noch was ist. Und dann werden wir auf jeden Fall zu Station 13 zurückkehren, um uns mal anzuhören, was die von der ganzen Story halten. Und vor allem, um uns da die neue Waffe zu craften, die wir da gekriegt haben. Da war der Boss. Oder das Würfellabyrinth, nennen wir es mal so. Ja, da gehen wir mal nicht weiter. So. Okay, wir haben jetzt den komischen Schlüssel. Warte mal, lass mal kurz gucken. Den müssten wir doch haben, oder? Eigenschaften, Inventar. Hier, Schlüssel des Biomportals, genau. Naja, ich bin gespannt. Dann haben wir noch zwei neue Sachen gekriegt. Das Konfluxprisma und hier den Kodierstab. Beides müssten Items sein, die man bauen kann. Dann gehe ich jetzt mal zurück zur Station 13. Aber schon cool, dass man einen Boss gekriegt hat, bei dem man nicht kämpfen musste, ne? Also... Würfellabyrinth hat mir gefallen. So, Labyrinth ist klar. Wir gehen erstmal zur Station 13 und gucken mal, was wir alles Feines Neues gekriegt haben. Wo waren die denn? Hier waren die, oder? Ja. Da müsste ich eigentlich neue Sachen herstellen können. Ja, was kann ich für dich tun? Aufwerten. Pass da draußen gut auf dich auf. Wo konnte man denn diese neuen Waffen herstellen? Irgendwo ging das. Verschwende nur nicht meine Zeit. Mach ich nicht. Was hast du mir mitgebracht? Okay, wir hätten hier zur Auswahl einmal das... Warum sehe ich den Namen der Waffe nicht? Würfelschild. Generiert ein Kugelschild, der bis zu 500 Schaden von eigenen gegnerischen Projektieren absorbiert. Oh, das ist natürlich für einen Nahkämpfer nicht schlecht. Durch Reaktivierung wird der Kugelschild abgefeuert, der Gegner während des Fluges Schaden zufügt. Das nehmen wir einfach mal. Ich weiß jetzt nicht, welches ist. Nehmen wir mal. Aber was kostet mich denn der Spaß? Ach, da unten steht's. Das ist natürlich teuer. Kann mir nur eine herstellen. Aha, Elektroschaden. Ich nehme mal das mit dem Schild. So, das andere Ding können wir noch nicht herstellen. Zeig mal, was haben wir da gekriegt? Kugelswaffe. Aha. Kurz gucken, wie das Ding funktioniert. Das ist er nicht. Das ist er, oder? Ja. Boah. Schon recht cool. So, wollen wir mal das Kubusschild ausprobieren? Ist es voll? Ich glaube ja. Eigentlich recht coole Waffe. So, Kubusschild. Nee, geht noch nicht. Warum geht es noch nicht? Jetzt ist voll. Achtung, Kugelschild. Das ist ja recht cool. Okay. Wenn ich anlege... Okay. Wenn ich jetzt nochmal drücke, müsste es losfliegen. Ach, das ist das Ding. Das ist von dem Würfelboss. Das ist ja cool. Also das Problem ist natürlich, das Schild leider nicht... ich dachte, das Schild bleibt auch, wenn ich die Waffe ablege, aber ich fürchte nicht. Ich kann es ja nochmal ausprobieren. So, Achtung, Schild an. Nee, das ist nur während ich das Ding hochhalte.
Und wenn ich es abschieße, fliegt's los und macht Aua. Naja, ist okay. Ist okay. Aber wir bleiben erstmal bei unserer Puste. So. So, jetzt sagen wir mal den Leuten, schade, dass ich die anderen nicht herstellen kann. Jetzt sagen wir mal den Leuten, dass... Gut, dass du Clementine gefunden hast. Das bedeutet, dass ich sie nicht länger suche. Witzig. Hat sich also schon rumgesprochen. Wem soll ich das sagen? Bo, ne? Und ihr hier. Du hast Clementine wahrscheinlich noch nicht getroffen, oder? Doch. Warte, wirklich? Die Leute hier haben sich schon unglaublich Sorgen um sie gemacht. Nur das... Was? Du klingst, als hättest du zu viel von Matschzahns Elixier getrunken. Das ist dir klar, oder? Es ist wahr, sie ist nicht mehr auf der Erde. Okay, gut, also... Kommt sie zurück? Ich glaube nicht. Na, solange es ihr gut geht. Ich kannte sie ja kaum, aber sie schien ganz gut ihre eigenen Entscheidungen treffen zu können. Jetzt, wo du sie gefunden hast, heißt das, dass du hierbleiben wirst? Nee, ich muss, ich muss die Existenz quasi erst einmal retten, indem ich die Saat in der Heimatwelt vernichte. Ja, ich weiß, dass das komisch klingt. Es tut mir leid. Ich kann nicht glauben, dass all diese Wörter in denselben Satz gesteckt wurden. Oder, dass ich überhaupt einen Teil verstanden habe. Unser Leben läuft zurzeit ziemlich schräg, oder? Wir machten uns auf die Suche nach Märchen. Und das haben wir nun davon. Nun, dann gehe ich nirgendwo hin. Ich bin hier, wenn du mich brauchst. Oder wenn du fertig bist. Je nachdem, was zuerst passiert. Achte einfach darauf, dass du wiederkommst. Okay? Alles klar. Bin echt beeindruckt, wie du die Welt... Was hast du denn im Angebot? Ja, wahrscheinlich nichts, ne? Also, lass mich mal wieder blicken, okay? So, jetzt sollten wir noch Bo erzählen. Wer ist denn jetzt Bo? Das ist die Frage, ne? Cass, Whispers, Bo, warte mal. Das müsste hier irgendwo sein. Ist das Bo? Warum steht da eigentlich nicht, wer das ist? Bo, warte mal. Bo. Der müsste da oben sein. Das ist Bo. Bo, ich habe Clementine gefunden. Hey! Du! Was? Das klingt nicht gut. Hast du eine Ahnung, was da draußen ist? Es geht hier um den Weltenstein. Wir müssen einen Rettungstrupp zusammenrufen. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sicher zurückkommt. Ich glaube, der Hüter hat was dagegen. Ach, richtig. Ich hatte vergessen, dass du... Entschuldige, ich bin nur... Denkst du, es geht dir gut? Ja, es ist blendend unterwegs. Wow, wirklich? Das klingt irgendwie nach ihr. Nun ja, falls du sie wieder siehst, sag ihr, dass ich... Sag ihr, dass die Stadt ohne sie nicht dieselbe ist. Also, willkommen zurück, dann. Kann ich irgendwie helfen? Ich brauch Kohle. Ja. Nachdem du und Ford verschwunden seid, haben Riggs und ich nach euch gesucht. Wir fanden den Stein schwebend und leuchtend wie damals. Ich hatte eine Ahnung, was passiert ist. Nicht meine erste Erfahrung mit dem Ding, weißt du? Ich wollte, dass er dieses Mal hier draußen ist. Damit wir allen, die hier durchkommen, sofort helfen können. Das hat sich als die richtige Wahl erwiesen. Wer weiß, wie lange es gedauert hätte, euch aus dieser alten Station herauszuholen. Nun ja, der Gründer, er ist eigenartig, oder? Es ist nicht das erste Mal, dass er verschwand. Nicht einmal das fünfte Mal. Commander Ford, die Enkelin des Gründers, sagte immer... Sich auf den Gründer zu verlassen, sei, als würde man über Trümmer laufen. Man kann es eine Weile tun, aber früher oder später fällt man hin. Ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde, aber Gründer Ford, er war immer eher eine Art Mythos als ein Anführer.
Verdammt, als ich noch ein Kind war, dachten alle, er wäre schon seit Jahren tot. Aber das ist das, was den Gründer ausmacht. Er bleibt nie verschwunden. Eine Woche, ein Jahr, ein Jahrzehnt. Irgendwann findet er immer seinen Weg hierher zurück. Ich wusste, dass sie weg war. Ich wusste nur nicht, dass sie so weit weg war. Clem verschwindet ab und zu, weißt du? Das ist einfach ihre Art. Manchmal für Stunden, manchmal Tage. Mir hat es nie gefallen, aber sie kann auf sich aufpassen. Und ich könnte sie sowieso nicht aufhalten. Sie kam immer zurück und sagte, sie hätte Zeit für sich alleine gebraucht. Das respektiere ich. Richtig. Vor langer Zeit, als die Saat noch überall war, half ich dem Wanderer zur ältesten Station zu gelangen. Sie lag hinter... Um ehrlich zu sein, weiß ich nicht, wo sie ist. Die Sache mit dem Weltenstein ist, dass er einem nicht verrät, wo man sich befindet oder wie man dorthin kam. Ach, ja, so haben wir diese Person genannt. Es war nicht meine Idee. War das der Held aus dem ersten Teil? Der Wanderer hat alles Richtige getan. Die Station betreten, gegen die Saat gekämpft. Sieht so aus. Clementine gefunden. Der Wanderer waren wir im ersten Teil. Ich kenne mich da besser aus als die meisten. Pass auf dich auf, Fremdling. So, dann würde ich mal sagen, setzen wir mal einen Fuß in die nächste oder in die erste Welt, oder? Ich bin sowieso pleite, das heißt, ich muss definitiv irgendwo hin. Das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Soweit möchte ich euch noch mitnehmen, dann geht's wieder mit dem Wolfi weiter. Und zwar gehen wir... Wohin gehen wir denn? Labyrinth? Ja, erstmal ganz stur zum Labyrinth und dann probieren wir mal diesen Schlüssel aus. Ich denke mal, damit können wir diese runden Türen aufmachen, die uns der gute Wolfi gezeigt hat. Das ist die falsche. Jetzt ist die Frage, wo sind diese runden Türen? Waren die hier? Da ist eine. Ja, komm mal her. Ja, komm mal her, mein Guter. Hacke, Peter. So. Ich weiß gar nicht, was der Wolf mit dem für Probleme hat. Der ist total einfach. Aho. Daneben. So, jetzt haben wir uns ein paar Mal auf den Mütze hauen lassen. Ich denke mal, das sind diese Tore hier. Wollen wir mal eins ausprobieren? Aha. Willkommen in der nächsten Welt. Ich bin gespannt, wo wir jetzt rauskommen. Wir waren in Losum und sind jetzt in Urstätte des Suchers. Sieht mir irgendwie nicht wie die nächste Welt aus, ne? Ich lade mich mal kurz hier lang dann nochmal neu auf. Ist das die nächste Welt? Warte mal, werden wir gleich sehen. Tatsache, Nerut. Okay, wir waren in Losum. Das ist sowas wie die Erde, kann man sagen. Jetzt sind wir in Nerut. Gehen wir mal gucken. Hey, da gehen wir nicht gucken. Wo gehen wir denn gucken? Ah, hier. Eine ganz andere Welt. Wie viele gibt's denn noch? Die Segmente finden, hä? Ja. Während Clementine und dieser sprechende Lichtball chillen und meditieren. Klar, das klingt fair. Was ist das hier? Das sieht mir sehr modern aus, ne? So die Hightech-Welt. Oh, ja. Sehr hightechig. Okay. Ich erwarte eine Menge Roboter. Ah, das sieht wichtig aus. Schlüssel des Suchers. Okay.
Und damit mache ich was? Wow! Den habe ich gar nicht gesehen. Sag ich doch, Roboter. Da muss ich erstmal niesen vor lauter Begeisterung, aber die können ja nichts. Ruhestätte des Suchers. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Hoppala. Will ich da runter? Da komme ich nicht wieder rauf, ne? Ja, wird schon gut gehen. Ist das ein Teleport? Unmöglich. Woher kommst du? Wie hast du Nerut gefunden? Du solltest gar nicht existieren. Nicht? Wenn du sagst, ich geh mal hier weiter, ja? Wie komme ich denn hier weiter? Warte mal, da ist eine Tür. Kann man mit dem quatschen? Nein, kann man nicht. Der glotzt einen einfach auch nur an. Gut. Okay. Gehen wir mal halt hier lang. Gefällt mir die Welt. Hat was. Hier gibt es bestimmt eine Menge Hightech-Krempel zum Looten. Da ist das Ding wieder. Schafft neue interessante Möglichkeiten. Ich habe viele Fragen. Na dann frag doch. Finde meinen Turm jenseits der Einöde. Suche nach einer weiß strahlenden Kugel, die zum Himmel hochgehalten wird. Dort findest du mich. Wir können auch hier miteinander quatschen. Wir müssen reden. Finde Komm. Meinen Turm. Wir müssen unverzüglich reden. Ja doch. Du siehst aus wie so ein Ding aus die Matrix. Hau! So, mein Gegner. Aua, der explodiert, wenn man ihn kaputt macht. Ist nicht so pralle. Okay. Erstmal das da einsacken. Was haben wir hier? Stufe 7 angeblich. Naja, naja. Gehen wir erstmal hier durch. Warte mal, habe ich irgendwas übersehen? Nö, eigentlich nicht, ne? Rindenextrakt, ja, brauchen wir nicht. Oh, ist das Spiel, das macht so... Das ist so suchti. Das bringt so Bock, das ist das Schlimme. Nur noch in den nächsten Raum gucken. Die Segmente der Bewahrer. Ach, du ahnst es mir. Okay, ich glaube, ich habe den Turm gefunden. Und die weiße Kugel, das ist ja ganz einfach. Das ist ja ganz einfach. Ach, guck mal, da ist auch ein Checkpoint. Und ich fürchte, für euch heißt es jetzt, wir sehen uns wieder, wenn wir mit dem Wolfi losziehen und diesen Turm aufsuchen. Das ist so episch. Nur noch ein paar Meter gucken. Nur noch ein paar Meter gucken. Oh, das sieht böse aus, der Nebel hier. Okay, ja, verstehe. Ja, geh ja schon wieder. Nee, nicht kotzen. Okay, nicht in den Nebel rein, ich verstehe. Nur noch kurz. Was sind das für Freaks? Aha! Okay, cool. Also nicht cool. Okay, ist nichts für Nahkämpfer. Halt doch mal still. Oh Gott, ich bin gleich tot.
Sag mal, da ist der nächste Bursche. Herr im Himmel. Nein, nein. Ein Tarnroboter. Wow. Wow. Komm her, mein Hübscher. Großer. So. Der war unangenehm. Heide Witzka. Erstmal die ganze Munition hier einsammeln. Und diese Kerle da umnieten. Guten Tag, kommen Sie doch mal runter hier, junger Mann. Die gehen. Ist okay. Warte mal, was haben wir da? Eine Kiste? Naja, sowas ähnliches. So, jetzt aber. Wir sehen uns wieder mit dem Wolfi und dann gucken wir, ob wir diesen Turm da erreichen. Bis dann denn, euer Mr. Fleck. Tschüssi!